Hallihallo, willkommen zu einer neuen Flying News Folge. Fangen wir direkt an mit Black Panther. Ja, der ist ja jetzt seit kurzem im Kino und ja, die meisten Kritiker finden den richtig gut. Ich finde ihn gut, habe bis jetzt von jedem, der ihn eigentlich gesehen hat, eigentlich auch nur Gutes gehört, überwiegend. Dann gibt es halt hier und da kleine Mängel, aber im Großen und Ganzen ein sehr guter Film. Nur ja, leider gibt es auch Idioten da draußen im Internet. Übers Wochenende wurden im Internet einige Posts gemacht über Internetplattformen wie Twitter zum Beispiel, die besagten, dass man im Kino von Farbigen irgendwie beleidigt wurde, angegriffen wurde und dann auch noch ausgegrenzt wurde und so weiter und so fort. Und dann gab es auch noch ein paar Bilder, wo zum Beispiel irgendeine Frau mit blutender Nase oder so da stand und dann behauptet wurde, dass man von einem Schwarzen geschlagen wurde. Und das ist einfach nur ekelhaft irgendwie, dass Leute so eine Scheiße machen und ich kann es auch einfach null nachvollziehen, dass die Leute einfach sowas ausnutzen, um andere auf ihre Seite zu ziehen, weil das ist ja ein Versuch dazu, andere Leute, also das Bild rüberzubringen, dass irgendwie die Farbigen halt brutal und blöd sind und so weiter und so fort. Natürlich hat sich herausgestellt, dass diese Posts alles halt nur hingestellte Scheiße ist und das ist, aber das Problem ist, dass manche Leute das ja wirklich abkaufen und das Bild dann übertragen wird in deren Köpfen und das ein schlechtes Bild für die Farbigen hinrückt. Und das ist total bescheuert. Anstatt diesen neuen grandiosen Film mit wunderbaren Schauspielern zu genießen gemeinsam, machen andere so eine Scheiße. Und ja, und das Schlimmste ist auch noch so, dass es ja noch eine der normalsten Probleme heutzutage noch ist. Gibt es da noch so viele andere Sachen und einfach, das zeigt mir wieder so, wie kaputt die Menschen sind manchmal. Also, und ich finde das einfach unter aller Sau, aber das, ja, was soll man dagegen tun, ne? Also, kann ich nur berichten und sagen, dass ich das scheiße finde. Also, naja, so ist das manchmal echt. Dann, im DC-Bereich, Zack Snyder ist ja damals bei Justice League abgesprungen, weil seine Tochter ja leider verstorben ist. Und dann wurde ja Joss Whedon Regisseur von Justice League. Und ja, die meisten würden es lieber wünschen, dass Zack Snyder das gemacht hätte, denn die Version von Justice League von Joss Whedon ist eher so, naja. Und dann würden halt viele eigentlich ja Zack Snyders Version sehen, aber naja. Es hat jetzt, also es kam jetzt ein Gerücht, dass Zack Snyder angeblich schon bevor das mit seiner Tochter passiert ist, rausgeworfen werden sollte, da er halt schon viele andere Filme im DCU halt praktisch versaut hat. Obwohl ich sagen muss, also von am meisten auch so von grafischen, grafikmäßig her, also die Technik, fand ich schon Batman wie Superman wesentlich geiler als Justice League, wo man echt bemerkt hat, dass das Geld echt den allen ausgegangen ist. Und er hat auch ein bisschen so mehr den Touch zum Düsteren, während Joss Whedon eher so ein bisschen fröhlicher ist. Und für mich ist eigentlich DC am meisten, wenn es um Batman geht, eigentlich eher düsterer. Und mal gucken. Also Zack Snyder ist ja jetzt offiziell immer noch für einige Filme wie Aquaman zum Beispiel verantwortlich, aber mal gucken, wie lange das noch bleibt. Würde es aber persönlich sehr schade finden, wenn Zack Snyder da jetzt einfach rausgeworfen werden würde, denn man müsste eigentlich aber nur gucken, dass man ihn jemand anderem noch zur Seite stellt und dann halt versucht, komplexere Storys vielleicht irgendwie hinzukriegen. Aber eigentlich finde ich jetzt ja seine Filme gar nicht so schlecht und auch andere Filme wie Watchmen oder 300 werden ja von ihm eigentlich total gefeiert. Und ja, mal gucken, was da noch draus wird. Dann in die Game of Thrones Welt, aber eher in die Bücherwelt als in die Serienwelt. Ja, George R. R. Martin ist ja gerade dabei, das neueste Buch Winds of Winter zu schreiben. Ja, ist jetzt schon ein paar Mal, der Stadttermin ist jetzt schon ein paar Mal verrückt worden und jetzt sagt George R. R. Martin wieder, ja, ich möchte das Buch jetzt erstmal zur Seite legen und möchte mich einen neuen Buchthema widmen, nämlich zwei neue Bücher. Eins soll noch vor Winter kommen, das andere dann wahrscheinlich danach, nämlich Fire and Blood.
Und dieses soll dann sich um die Targaryens drehen, was für mich sich sehr interessant anhört. Natürlich kann das für ein paar Leser dann blöd sein, die würden jetzt lieber Winds of Winter lesen, aber ich habe damit jetzt nicht so viele Probleme, da ich sowieso noch hinterherlesen muss. Aber trotzdem, ich denke mir dann so, umso mehr, umso besser eigentlich. Und dann Targaryen sind in meinen Augen eigentlich so eine der geilsten Häuser in Game of Thrones. Und darum kann ich mich eigentlich nur drauf freuen und ja, mal gucken, wie die ganzen Bücher dann werden. Aber ich als Lesefreund freue mich sehr darauf, dass dann weitere Bücher in einen Bereich kommen, den man sehr feiert. Ja, dann zu Transformers. Da liefen ja die letzten Filme eigentlich sehr, sehr scheiße und generell ist das Franchise eigentlich sehr unbeliebt bei den Kritikern und so weiter. Und jetzt kommt ja auch bald der Bumblebee-Solo-Film und nach diesem Film soll vielleicht das ja, Transformers Franchise rebootet werden. Ja, wie das denn alles aussehen wird, weiß man jetzt noch nicht. Ich bin mal gespannt, ob die Transformers sich dann verbessern oder verschlechtern werden, obwohl es in vielen Augen vielleicht gar nicht verschlechtern werden kann. Aber ich glaube schon. Und auch generell, wie der Look dann auch generell dann aussehen wird, wenn es dann richtig rebootet wird. Und ja, welche Schauspieler die dann nehmen, keine Ahnung. Zac Efron, dann würde ich glaube ich diese Filme kaum noch mehr gucken. Aber naja, das soweit zu Transformers. Dann in die Star Wars Welt. George Lucas war vor kurzem, also vor kurzem ist schon eine Weile her, aber er war bei dem Dreh von Solo, A Star Wars Story, und hatte eine Idee, die dann Ron Howard, der aktuelle Regisseur ja gerade von Solo, umgesetzt hat und ja, es wurde natürlich nicht gesagt, welche Idee das denn ist, aber das wird bestimmt veröffentlicht und ja, hoffen wir mal, dass die Idee auch gut ist, denn ja, ich bin mit George Lucas eher so lala, denn er hat uns zwar Star Wars gegeben, aber er hat uns auch schlechtere Prequels gegeben und ja, wenn hätte er das auch nicht an Disney verkauft, hätte er Star Wars eigentlich einfach verrecken lassen irgendwie. Und keine Ahnung, George Lucas wirkte auch für mich viele Jahre lang eher alles nur auf so Profit basiert. Irgendwie sind es wohl viele, aber ja, weiß nicht. Hat mich natürlich auch nicht so gestört, dass er Star Wars verkauft hat. Also, und ich mag ja auch die neuesten Star Wars-Filme. Und ja, mal gucken, ob das gut wird oder nicht. Ich hoffe ja generell, dass der Solo-Film sehr, sehr gut wird. Ja, dann gab es noch letztens eine ja, Veröffentlichung von einem Thema, was schon lange passiert ist, nämlich aus den 90ern. 1998 hat nämlich, da Marvel sehr große Probleme hatte finanziell, ja, Spider-Man an Sony verkauft. Und so, also Marvel hat Sony damals sogar einen Deal gemacht für eigentlich heutzutage gesehen sehr wenig Geld. Black Panther, Thor, Iron Man und natürlich Spider-Man dann auch und auch andere weitere Marvel-Charaktere zu kaufen. Die meinten dann aber nur von wegen, nee, die will ja sowieso bestimmt keiner gucken. Wir wollen nur Spider-Man. Ja, zum Glück hat Marvel sie damals nicht verkauft. Ich glaube, das wäre sehr schade. Und Sony tritt sich wahrscheinlich heute selber sehr fett in den Arsch und man sieht ja, dass das Marvel Studios heute das erfolgreichste auf der Welt ist und zu Disney gehört und ja, Sony dagegen eigentlich eher Pustekuchen ist und auch die Spider-Man-Filme auch eher ja nur okay sind, denn ganz so viele Marvel MCU-Filme und jetzt auch der aktuelle Spider-Man für viele auch der beste Peter Parker, zumindest Peter Parker oder auch generell Spider-Man ist, den wir je hatten. Und ja, das fand ich jetzt einfach nur recht amüsant, dass die ja einfach so, man kann es ja schon arrogant nennen, dass sie dann einfach so die anderen Figuren als ja unwichtig und langweilig und so weiter gesehen haben. Und ja, dann kommt jetzt am 22. Februar zwei neue Blu-rays raus, würde ich einfach jetzt mal Tipps raushauen, nämlich für die Doctor Who-Fans Doctor Who Staffel 10 und für Horror-Fans der S-Film. Und ja, dann für die Leute, die vielleicht das noch nicht wussten, bei S würde ich vielleicht aufpassen, denn da kommt jetzt im Laufe des Jahres ein Director's Cut, das heißt dann halt, dass da mehr Inhalt drin ist. Also wer da mehr sehen möchte, sollte dann lieber warten, außer er hat viel Geld, dann kann er sich beides holen. Aber sonst würde ich lieber warten auf die Director's Cut, anstatt sich jetzt die normale Blu-ray zu holen. Aber ja, im Großen und Ganzen jeder, wie er will. Ja,
Dann gab es auch noch einige Trailers jetzt in der letzten Zeit. Ja, erstmal kleinen Anfang mit Batman, denn diesen Ninja-Film. Da wurde jetzt eigentlich nur ein bisschen gezeigt, dass also es wirkte so, dass Batman in Japan dann plötzlich so auftaucht und sich erstmal zurechtfinden muss. Man sieht wieder ein bisschen Selina Kyle zum Beispiel. Man sieht, dass Joker da so eine Art Lord ist, der auch Lord Joker genannt wird. Und ich persönlich finde den Look ja auch so 50-50. Irgendwie ist er ganz nett. Finde ihn dann aber auch wieder blöd. Und finde ich auch immer so, weil man sich an Animes oft nervt, ist irgendwie so, wenn die dann immer rennen und ihre Hände nach hinten schränken. Oder auch immer diese, ja, irgendwie manchmal so diese Art, wie die Animes gemacht sind, stört mich manchmal ein bisschen. Und das sieht man leider hier auch viel. Natürlich für die Leute, die das mögen, das ist wahrscheinlich Hammer. Aber ich bin aber gegen Animes ja auch eher ein bisschen kritischer und ja, bin gespannt, was aus diesem Film wird. Also der könnte bestimmt echt so eine 50-50-Seite herausbringen bei den Fans, irgendwie, dass die einen den mögen und andere nicht. Mal gucken, wie das wird. Dann gab es einen Trailer von zu Jeepers Creepers 3. Keine Ahnung, ob sich daran eigentlich noch irgendjemand erinnert. Da gab es mal so einen kleinen Horrorfilm, so ein Monster, der irgendwelche Leute gerne umbringt. Und da gab es zwei Teile. Den ersten Teil mochte ich schon okay, so. Den zweiten Teil fand ich eher blöde irgendwie. Und der dritte Teil, ja, mal gucken, wie der wird. Der Trailer sah jetzt auch nur okay aus, irgendwie. Ähnlich wie der Slenderman-Trailer, also irgendwie so diese Horrorfilme. Also der wirkt schon wieder ganz stumpf, also nichts Besonderes, bedauerlicherweise. Aber jetzt einfach nur so als Information: Jeepers Creepers Teil 3, erster Trailer, ist draußen. Dann kam jetzt auch noch ein Legend-Trailer, der schon wesentlich interessanter war, denn da ist so gedreht, dass der Zuschauer praktisch mit einer Therapeutin redet und sie ja sagt dir halt so, dass du so sein möchtest wie David Heller oder seine Freundin, dass das praktisch so dein sexueller Wunsch ist und so weiter und so fort. Was sehr interessant war. Und dann werden auch noch ein paar Clips aus der no neuen Staffel halt gezeigt. Und ich freue mich schon sehr auf die zweite Staffel von Legion. Ich persönlich fand ja Legion sehr gut. Trotzdem muss ich sagen, dass ich ein paar Sachen beim Hype im Internet ein bisschen übertrieben fand, denn ich finde die Serie längst nicht die beste Superhelden-Serie, die wir haben. Aber trotzdem, mir hat sie mega Spaß gemacht und ich hoffe, dass die zweite Staffel mindestens genauso unterhaltsam wird. Und ja, das zu Legion. Und dann gab es auch noch die Incredibles. Ja, das war der Hammer. Ich in meiner Kindheit hatte ich halt die Unglaublichen 1 einfach, und das ist auch bis heute einer meiner Lieblingsfilme, denn der hat, ja, ist einfach Hammer im Großen und Ganzen. Da kam jetzt ein neuer Trailer zum zweiten Teil raus und der war auch wieder einfach richtig cool. Wir sehen, dass Helen, also Elastigirl, die Leute, die nicht genau die Namen kennen von den einzelnen Figuren, jetzt irgendwie solo unterwegs ist und praktisch wie Bob im ersten Teil ihre frühere Zeit ein bisschen mehr auflebt, während Bob sich um die Familie kümmert. Und ich persönlich wünsche mir sehr, dass dieser Film sich eigentlich eher auf die Familie konzentriert, als jetzt irgendwie Elastigirl oder so. Denn ich finde das so schön, dass wie Bob da mit Jack-Jack umgeht, da ein bisschen mal schon ausrastet und dann halt, ja, damit sogar zu Edna geht, die ja eigentlich schon, wie man aus dem ersten Teil weiß, einen Anzug für ihn kreiert hat. Und am meisten fand ich halt am coolsten dann halt, da man sich das selber aus meinem Leben kenne, wo Bob mit Dash oder Flash halt Mathe gemacht hat und Bob irgendwie versucht, das auszurechnen. Und dann, das war früher ganz anders, meinte er. Und Dash aber ihm zeigt im Buch halt, dass es aber so und so ist. Und genau das habe ich auch schon, weiß nicht, in der 6., 7. oder so gelernt, so dass man fragt seine Eltern irgendwie, wie das und das so geht, zeigt ihnen das ungefähr im Buch und sie bemerken, hey, das war aber früher ganz anders und so weiter und so fort. Und ich mag das auch so, dass die Unglaublichen so mehr oder weniger, so weit es geht, halt an der Realität andocken und dann plus diese ganzen Superhelden-Sachen und nicht irgendwie so übertrieben sind und was weiß ich was machen. Aber ja, Frozen haben wir natürlich auch gesehen und
es war einfach ein unterhaltsamer Trailer und gucke ihn mir heute noch gerne immer wieder an und freue mich sehr auf den Film. Nur leider ist das ja wie bei Ant-Man, dass die in Amerika den im Sommer bekommen und wir eher so Ende des Sommers, Herbst hin, was ich echt scheiße finde. Und muss man aber halt damit leben, als Deutscher jetzt hier. Ich kann ja nicht einfach nach Amerika düsen. Na, so ist das. Ja, das soweit zu den ganzen News in der letzten Zeit. Schreibt in die Kommentare, was euch am meisten gefallen hat und wie ihr den Trailer von Die Unglaublichen findet. Und dann war's das. Bis zum nächsten Mal. Ciao.